FCB arbeitet es bereits seit 2 Jahren mit der BIM-Technologie und die ÖMTC-Zentrale ist das erste Projekt gemeinsam mit der Architektur abwickeln. Ich möchte nun einen kurzen Ausflug in die Tagwerksplanung machen, um Ihnen einige Aspekte aus unserer Sicht in Bezug auf die integrale Planung mit BIM näher zu bringen. Aussehen und Form sind ein enorm wichtiger Aspekt eines Gebäudes, aber ein nicht minderer ist natürlich die Statik. Und die architektonischen Merkmale der ÖMTC-Zentrale mögen mit Sicherheit beeindrucken. Für den verantwortlichen Bauingenieur stellen sie aber eine große Herausforderung dar. Die komplexe Gebäudegeometrie, bedingt durch viele schräg gestellte Stützen, die unterschiedlichen Gebäudegrundrisse, stellen eine große Herausforderung an uns dar und erfordern versiertes Ingenieurwissen und große Erfahrung. Eine konventionelle Bearbeitung, wie hier dargestellt, die Überlegung des Kraftflusses und die Überlegung von Tragstrukturen, sind natürlich unsere Grundwerkzeuge, aber für die Bearbeitung eines solch komplexen Projektes bleibt eine dreidimensionale Bearbeitung nicht aus, also ohne dieses nicht möglich. Das dreidimensionale Revit-Modell dient somit nicht nur zur Plandarstellung, sondern ist ein Planungsinstrument für alle beteiligten Planer. Die eigentlichen statischen Berechnungen wurden bei uns mit der Statik-Software Firma Drupal durchgeführt und das dreidimensionale Brechenmodell, das hier ersichtlich ist, konnte sehr einfach mittels Export aus dem Revit erstellt werden. Somit konnten wir in sehr geringer Zeit, und wir hatten für den Vorentwurf weniger als 2 Monate Planungszeit, eine sehr hochwertige Berechnungen durchgeführt werden. Auf der linken Seite sehen Sie, wir haben schon am dreidimensionellen Rechenmodell eine komplette Erdbebenanalyse gemacht, weil das bei diesem Gebäude doch sehr wichtig ist. Und wir konnten für alle Geschossdecken die Deckenmodelle machen und diese explizit untersuchen. Diese Berechnungen sind enorm wichtig, schon in sehr frühen Projektphasen, da hier entscheidende Festlegungen für die Konstruktion, insbesondere Aussteifung und andere Abmessungen, geschaffen werden, die natürlich wesentliche Auswirkungen auf die Architektur und die Kosten haben. BIM optimiert die Zusammenarbeit im Team. Sicherlich ist es ein gewisser Aufwand, dieses Modell zu pflegen, aber durch die Architektenentwürfe können genauer und zuverlässiger an die Fachplaner transferiert werden. Somit ergibt sich eine bessere Übereinstimmung der Planungsgrundlagen. Für den Architekten vermindert sich der Koordinationsaufwand. Es entsteht eine Minimierung von Fehlern hoffentlich und dies steigert natürlich dann die Qualität. Ein tolles Einsatzmittel ist auch das dreidimensionale Revit-Modell für Besprechungen zu nutzen. Also man kann dann sehr gut dies als visuelle Unterstützung verwenden und auf spezielle Punkte eingehen. Wie der Herr Pichler schon gesagt hat, die Mengen und Volumen- und Flächenberechnungen sind mehr oder weniger ein Abfallprodukt. Also Kostenschätzungen können dann schon in sehr frühen Phasen sehr genau erstellt werden. Es entstehen natürlich auch große Herausforderungen für die Zukunft. Denn für eine gemeinsame fachübergreifende Abwicklung gibt es noch kein Kochrezept. Jedenfalls ist uns noch keines bekannt. Und daher ist die gemeinsame Arbeit im Planungsteam zu lernen, speziell das Arbeiten mit dem gemeinsamen Modell, Stichwort Revit-Server, also wo wirklich ein Modell existiert, auf dem alle arbeiten, das ist unerlässlich. Das bedingt aber, dass man sich überlegt, also Gedanken macht, wie werden Rechte vergeben, wer darf woran arbeiten, wer darf etwas verändern. Gemeinsame Strukturen sind in Revit zu schaffen, diese sogenannte Familienplanung, wie es so schön in Revit heißt. Und ein Punkt ist auch sehr wichtig, es sind sehr viele Informationen schon wesentlich früher notwendig als bei einer herkömmlichen Planung. Das fordert einerseits uns Fachplaner, aber auch den Bauherrn und dessen Vertreter und sollte hoffentlich auch in Terminplänen in Zukunft Einfluss finden. Musik